So, Leute, wir testen jetzt mal hier schnell die beiden Taschenlampen. Und zwar haben wir hier zu einem, ach so rum. So, da könnt ihr das vielleicht jetzt auch lesen. Die so für ein SC29 und zum anderen haben wir hier die IF. Warte mal, sieht man das jetzt hier? Die IF30. Wir gehen gleich raus. Draußen ist nämlich dunkel. Und bei der kleinen Taschenlampe ist das Geile, die hat sogar einen Magneten. Ne? Dann kann man hier die anmagneten. Hier, wenn man Tastatur, was weiß ich, keine Ahnung. Man kann sie anmagneten. Ne? Hier hält es jetzt gerade nicht so. Aber man kann sie anmagneten. Ihr seht das. Ne? Wir gehen jetzt mal raus auf den Balkon. Und ihr seht, das ist dunkel hier draußen. Ja, wir fangen mit der kleinen Taschenlampe an. Auch ein bisschen Wind geht. Und wir leuchten mal hier runter. Und ihr seht, dass die schon richtig gut leuchtet und auch bis zu der Schule kommt und auch bis zu dem Häuschen dahinter. Also die Kreuzung hier unten leuchtet die auf jeden Fall aus. So, das war die kleine. Jetzt kommen wir zu der großen. Die hat die Besonderheit, dass man die so andrehen muss. Dann kommt das grüne Licht und dann kann man sie anmachen. Jetzt ist er auf Streulicht gerade. Und wir vergleichen das wieder mit der Kreuzung da unten. Und ihr seht, ja, das ist schon mal ein bisschen mehr Licht, ne? Auch die Schule sieht man gut. Und dann hat die Besonderheit, wenn man jetzt hier lange drückt, geht sie auf. Na, jetzt habe ich sie ausgeschalten. Geht sie auf Fernlicht. Und da kann man Tatsache richtig weit gucken mit der. Und man sieht, ich weiß nicht, ob man das jetzt so genau erkennt. Die leuchtet bis dahinter zu dem Haus. Auf jeden Fall, man sieht dort auch die Schule. Wie ich die Schule anleuchte, kann man ein bisschen aufpassen wegen die Autos, nicht, dass ich die Autos blende. Und da hinten das Haus oben, diese Blechleiste, die reflektiert auch. Und hier drüben kann ich die Häuser sichtbar machen. Seht ihr das? Da drauf hier. Da das Häuschen. Da die Häuschen. Ja, so einiges. So aus. Soll reichen. Produktlinks haue ich euch hier unter das Video. Und ja, da könnt ihr. Fenster zu hier. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall die da bestellen. Ja, sind echt gute Taschenlampen. Das sind unsere neuen. Die nehmen wir jetzt mit auf PU und so. Weil wir sind ja viel draußen im Wald. Und. Mal gucken, wie die sich dann schlagen. Also von der Lichtausbeute Bombe. Alle Bilder. Auch dass die Kleine so gutes Licht macht, die SC29. Wie gesagt, ich verlinke die euch. Das sind Partnerlinks, Affiliate-Links, oder wie das auch immer heißt. Wenn ihr die kaufen wollt, bestellt da drüber. Kriegen wir ein bisschen was ab davon, ohne dass euch mehr Kosten entstehen. In dem Sinne, Rinje hauen. Däumchen da lassen.